So, also ich fahre jetzt hier noch in den Bankenviertel vorbei. Was weiß ich, was alles sind. Einkaufsläden, Restaurants, Büro, Gebäude. Alles Mögliche. Hier rechts kommt. Immer bis zum Bahnhof. Aber wie gesagt, ist auch umsonst, auch der Aufzug muss man nichts bezahlen. Ja, interessant halt. Jetzt bin ich eigentlich so bei dem meisten hier durch. Kommt jetzt gerade eine Weile nichts. Gebäude meine ich, eine Straßenbahn kommt hier. Also ich denke, unter der Woche ist schon wesentlich mehr los, weil gut, dann gehen die Leute hier natürlich arbeiten. Dann ist Schule, einkaufen, das ist jetzt schon fast. Ist ja schon Wochenende. Da passiert hier jetzt nicht so viel. Das ist eben mehr so arbeitsmäßig hier oben. Der Fluss ist mir noch eingefallen, der heißt Petrus. Der ist aber schon eine Weile vorher in die Alzette reingeflossen. Ja, aber die ist auch sehr klein. Die ist nicht so lang. So, jetzt habe ich es nicht mehr weit bis zu meinem Bus. Vielleicht einen Kilometer oder so, schätze ich mal. Also in der Alzette, da kann man ja toll spazieren gehen, aber mit dem Fahrrad ist ein bisschen unpraktisch. Überall Treppen oder da war vorhin noch eine Wendeltreppe, da kriege ich das Fahrrad ja gar nicht durch. Das geht ja gar nicht. Also da ist zu Fuß, ist fast besser. Wenn man ein E-Bike hat, also da möchte ich mal sehen, wie man das mit 25 Kilo da hin und her trägt. Die ganzen Treppen hoch. So. Also die Tour war richtig toll. Halt, hat mir auch sehr gut gefallen. Es war jetzt nichts Aufregendes dabei, außer vielleicht am Schluss dieses Tal. Also ab da war es richtig toll. Also ich meine, wenn man irgendwelche Höhepunkte sucht, hier ist halt lange Acker und Dörfer und sowas. Schön zu fahren. Schöne Wege. Also wer eine richtig schöne Tour machen möchte, der kann das gut nachfahren. Verabschiede ich mich jetzt erstmal.
aus den Velos immer. Die anderen Touren gucke ich halt dann, wenn ich die noch nachfahre. Wird aber wahrscheinlich ein bisschen dauern. So, damit sage ich Tschüss.